Was, liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird ein Mekkeldor Sherry. Mekkeldor hatte ich ja neulich den Turbo. Neue Reihe von Billy Walker und zwar nicht wie damals gesagt von Glenn Glassau, sondern das sind die rauchigen von Glenallachie. Und ein richtiger Hype ist um die entstanden. Es gibt ja vier Stück. Ich habe hier jetzt der Sherry One, 5 Jahre alt, 48 Volumenprozent, nicht filtriert und nicht gefärbt. Man guckt sich mal die schöne Packung an, also sehr ja, futuristisch, trendy, fast ein bisschen Art Design, sehr schön gemacht mit Goldprägedruck, viel Geschichte und im Endeffekt auch allen Daten, die wir so gerne haben. Am Ende des Tages ist das die Core Range mit drei Stück sind es, glaube ich, und der vierte war der Turbo, aber der Turbo, den kriegst du schon wieder überhaupt nicht mehr. Und die liegen auch alle irgendwo normalerweise zwischen 45 und 59 Euro. Der Ausgabepreis von diesem Turbo waren ja 59 Euro. Also ich habe auch schon 75 bezahlen müssen, um überhaupt mal eine Flasche zu bekommen. Und die anderen, die gibt es aber, glaube ich, noch im Internet zu bestellen. Aber es ist trotzdem ziemlicher Hype, weil Billy Walker himself, erste Abfüllung bei Glenallachie mit rauchigen Whiskys, die sie ja nicht die ganze Zeit produzieren, sondern eben nur, glaube ich, in einer bestimmten Zeit im Jahr und dann eine bestimmte Menge. Ich weiß gar nicht, hat der jetzt irgendwie was mit limitiert? Character Delivery Premium PX Oloroso, also er ist in Premium PX und Oloroso Casks ist er gefinished. Aber da steht jetzt nichts von einer Limitierung drauf. 35 ppm hat er circa. Der Turbo hat 71 ppm gehabt. Und das Video habe ich ja auch schon hochgeladen. Und jetzt möchte ich mich mit dem Bruder von ihm im Endeffekt mal beschäftigen und möchte den mit euch besprechen, was die Glenallachie Distillerie hier in Rauchig umgesetzt hat. Kriegt man da auch vielleicht ein bisschen den Brennereicharakter raus? Ist er fruchtig? All diese Themen, die wir ja von Glenallachie kennen. Halten wir zuallererst mal die Nase rein. Oh, schöner, fruchtiger Rauch. Leicht speckig ist er. Schöne Sherry-Noten hat er. Und ein sehr netter, warmer Rauch, aber deutlich wahrnehmbar. Übrigens, die Farbe, wenn man sich anschaut, das ist ein wunderschöner Bernsteinton und der zieht im Glas auch unfassbare Lecks, also sehr, sehr ölig anscheinend im Glas. Farbe ist wirklich super schön gelungen, fast schon, als wenn so ein leichter Rotweineinschlag mit dabei wäre. Wunderschöner Bernstein. Also fruchtig ist er und zwar geht diese Frucht in eine Richtung von roten Früchten. Der hat einen Vanille-Touch mit drin, es sind rote Beerenfrüchte mit drin. Vielleicht hat er auch ein bisschen sowas wie Orange mit drin, also ich würde schon behaupten, dass der eine vollreife Orange mit drin hat. Leichter speckiger Rauch. Warm, minimal maritim und salzig. Sehr schöne Nase für einen Fünfjährigen. Sehr fruchtig, nicht überladen, nicht overfinished. Kommt in der Nase zumindest sehr, sehr fruchtig. Aber ich würde sagen, dass sich der Oloroso hier mehr durchgesetzt hat als der PX. Also ich vermisse jetzt hier etwas diese typischen PX-Noten wie Kakao oder dunkle Schokolade oder Rosinen oder sowas. Die finde ich hier nicht. Ich habe hier eher die bärigen Früchte, Erdbeeren,
Dunkle, schöne, matschige Erdbeeren. Können fast die Cuvée von neulich sein, nur mit Rauch überzogen. Also wirklich sehr angenehm in der Nase. Ja, dann probieren wir mal. Slangema, meine Lieben. Oh, der tritt ordentlich an. Also die 48 sind präsent. Der ist auch nicht so süß wie in der Nase. Hat hier eher eine würzige Malzigkeit. Hat auch ordentlich Holz. Also da schiebt schon eine schöne Walnusshaut. Hinten kommt eine unreife Grapefruit, hinten an der Zunge. Und in der Mitte drin hast du so die klassischen Sherry-Noten, ein bisschen Honig. Auf den Mund, also der geht fast ein wenig in die Richtung wie so ein Fino-Sherry. Er ist trockenwerdend, er spielt mit dir, er hat schon eine Süße drin, aber das Bittere, das leicht Salzige, das Maritime kommt durch. Das Holz steht im Mund, also du merkst schon, dass der Kollege relativ jung ist. Die 5 Jahre kann er nicht verbergen, der hat schon Ecken und Kanten und der Rauch, sag ich mal, verbirgt es relativ gut, weil du kannst ja mit jungen Whiskys sehr schön diese klassischen rauchigen Whiskys einsetzen, dann verbirgst du ja das Alter auch ein bisschen damit. Aber er ist schon ein erwachsener Whisky. Also das ist nichts, wo ich jetzt einfach mal wegbügel. Erinnert mich fast ein bisschen an den Lack, den ich neulich gehabt habe, den Corey Gravy. Also ist sehr interessant, ist ja auch vom Alter her alles, diese Liga sind ja jetzt, die rauchigen alle zwischen 3 und 5 Jahren irgendwo alt. Aber sie haben anscheinend gute Fässer, denn schmecken tun die. Ja, die Orange setzt sich jetzt immer mehr durch. Der Rauch tritt langsam in den Hintergrund. Es kommt eher dieses Maritime ein bisschen im Vorschein. Das Leder bleibt. Schöne vertrocknete Tabakblätter. Und die Fruchtigkeit. Aber jetzt wird es echt orangig. Das muss ich wirklich sagen. So eine schöne, vollreife Orange. Und auch nicht die Schale, sondern das Fruchtfleisch. Honig, ja, und dieser schöne maritime Rauch. Meine Lieben, Slangema, again. Okay. Also, wie ich schon sagte, der ist im Mund nicht so süß wie in der Nase, der ist auch nicht so fruchtig wie in der Nase. Er hat im Mund eher das Profil von einem PX als von dem Oloroso. Er hat mehr Malzigkeit, Honig, die Bitterheit der Fässer, die merkst du deutlich. Der Alkohol ist präsent, bitzelt auch auf der Zunge und ist auch vielleicht ein bisschen uneingebunden, also nicht so harmonisch wie bei einem älteren Whisky. Also man merkt schon, dass der Junge ziemlich jung ist und das kann er auch nicht verbergen. Ja, will er auch nicht, sonst hätten sie die 5 Jahre auch nicht, was ich sehr positiv finde, so prominent vorne dran geschrieben. Also es sind jetzt die ersten Abfüllungen. Ich habe jetzt diese beiden von den 4 mal probiert. Wer von euch kennt die jetzt? Wer hat sie auch schon mal probiert? Ich finde die alle soweit gelungen. Das muss ich sagen, zumindest mal die beiden, die ich jetzt probieren durfte. Und ich muss dazu sagen, dass der Abgang auch mittellang ist. Also du hast schon diese Präsenz der Eiche, also die hast du im Mund. Diese, also ich würde mich nicht wundern, wenn da auch schöne Virgin Oak Fässer mit dabei sind, weil die sind wirklich ordentlich zu spüren.
Ja, und du hast natürlich eine leichte Rauchfahne im Mund, die hat man, aber es ist nicht überbordend. Also die 35 sind sehr, sehr gut wahrnehmbar, aber nicht überladend. Und als süße Geschmackskomponente bleibt eben dieser malzig-honigartige Ton in der Mitte von deinem Mundraum. Also ist jetzt auch nicht ultra komplex, der tut, was draufsteht. Und nicht mehr und nicht weniger. Für das Geld, also ich sage jetzt mal, ohne es jetzt heute genau recherchiert zu haben, die 50 Euro im Schnitt, was man für die hinlegt, ist er auf jeden Fall allemal wert. Es ist eine schöne Verpackung, es ist die erste Abfüllung von rauchigen Glenallachies, es ist eine Distillerieabfüllung. Der Name Mekuldor, ja, okay, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch wieder prägnant und einzigartig. Also insgesamt ein nicht filtrierter, mit ordentlicher Trinkstärke kommender und nicht gefärbter Whisky in einer schönen Ausstattung für einen Preis, der wirklich eigentlich echt okay ist. Man merkt, dass er jung ist, aber er schmeckt mir. Aber das ist jetzt keine klassische Sherry-Bombe. Der ist nicht überbordend süß. Mit dem muss man sich auch ein bisschen beschäftigen, was man ja in die Videos auch nur bedingt tun kann. So, meine Lieben, das war's eigentlich auch schon wieder. Kennern, dann schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt überhaupt in die Kommentare, was ihr davon haltet, was die Distille hier macht. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann Daumen nach oben oder ein Abo dalassen. Und ansonsten verbleibt mir wie immer zu sagen, raise your horns, stay hard und slange immer. Und ich verbleibe mit warmen Worten. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Häcksler. Haut rein!